Sehr geehrte Professorin Andrea Bührmann, sehr geehrte Anwesende jeglichen Geschlechts, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, die kommen aber noch, aber ich grüße Sie jetzt schon mal prophylaktisch. Und sehr geehrte VertreterInnen der interministeriellen Arbeitsgruppe Intersexualität. Herzlich willkommen zum Fachaustausch hier bei uns im Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Fachaustausch Beratung und Unterstützung für intersexuelle Menschen und ihre Familien. Diese Veranstaltung steht im Zusammenhang der interministeriellen Arbeitsgruppe Intersexualität, Transsexualität, mit der die Bundesregierung sich erstmals gründlich mit der Situation intersexueller und transsexueller Menschen beschäftigt. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, festzustellen, was für intersexuelle und transsexuelle Menschen zu tun ist und entsprechende Maßnahmen anzustoßen. Der heutige Fachaustausch mit Interessensverbänden macht den Anfang eines partizipativen Begleitungsprozesses und ich finde, das ist auch wichtig, dass es diesen gibt. Wir werden den Dialog weiterführen und zu Beginn des nächsten Jahres auch transsexuelle Menschen einladen. Mir ist durchaus bewusst, dass der Begriff Intersexualität sehr unterschiedlich benutzt wird. Medizinisch versteht man etwas anderes darunter als häufig allgemein kulturell. Ich verstehe unter intersexuellen Menschen Menschen mit angeborenen Variationen der Geschlechtsmerkmale. So steht es auch im Programm. Ich möchte zunächst einmal allen Danke sagen, dass Sie gekommen sind. Intersexuelle Menschen sind wenig sichtbar in Deutschland. Damit ist nicht gemeint, dass sie unsichtbar sind oder nicht wahrnehmbar. Aber Menschen, die sich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, wissen häufig sehr wenig darüber und auch ganz wenig über die Menschen. Sie haben eben anders als beim Thema Homosexualität zum Beispiel keinen Christopher Street Day und keine Pride Week, um auf sich und ihre Themen so aufmerksam zu machen. Wir wissen von Menschen, die nicht einmal ihrem Ehepartner oder Ehepartnerin etwas von ihrer Intersexualität sagen. Wir wissen von intersexuellen Menschen, die an Treffen nur dann teilnehmen, wenn sie sicher sind, dass sie nicht gesehen werden, also nicht als Intersexuelle wahrgenommen werden. Sag es niemandem, das Schweigegebot, häufig durch Eltern, durch den engsten familiären Kreis auferlegt, ist bei vielen noch tief verwurzelt und hat mit Sicherheit auch Narben hinterlassen. Wenn man immer etwas vermittelt bekommt, mit deinem Körper stimmt irgendwas nicht, ist es schwer, zu sich selbst zu sagen, ich bin genau so, ich bin eben einfach anders. Es gehört also durchaus Mut dazu, auch mit den Erfahrungen, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben, an einem Fachaustausch zur Situation intersexueller Menschen teilzunehmen. Und ich danke Ihnen ganz besonders herzlich dafür, dass Sie heute hier sind. Aber ich habe auch Verständnis für alle, die sich nur den Livestream ansehen, den wir eben auch schalten. Das war uns wichtig. Die geringe Sichtbarkeit intersexueller Menschen täuscht häufig darüber hinweg, wie viele es gibt. In einer aktuellen Studie heißt es, und ich denke, das wird so viele, die sich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, durchaus überraschen, dass es in Deutschland ungefähr so viele Intersexuelle wie gebürtige Rothaarige gibt. Ich bin keine gebürtige Rothaarige. Die Vielfalt der Geschlechter und Geschlechtsidentitäten ist und sollte so normal sein wie unterschiedliche Haarfarben.
Und sie ist so wenig eine Bedrohung, wie eben unterschiedliche Haarfarben eine Bedrohung sind. Es ist Zeit, dass wir diese Vielfalt so nehmen, wie sie ist. Dass es in Deutschland und international mittlerweile so etwas wie eine Bewegung intersexueller Menschen gibt, verdanken wir nicht zuletzt auch dem Internet. Menschen, die in der Öffentlichkeit wenig sichtbar sind und ihre Sexualität selbst häufig nahen Verwandten manchmal verschweigen, haben sich zum Teil im Netz gefunden. Das Netz verbindet und es hat eben auch Offenheit befördert. Es stärkt das Selbstbewusstsein intersexueller Menschen und es ermöglicht auch Austausch und Interessensvertretung. Und bei der Frage nach Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten sollten wir auch diesen Aspekt immer im Auge behalten. Es fehlt nämlich noch an so ziemlich allem für intersexuelle Menschen. Es fehlt an Beratung. In einer Studie des Deutschen Jugendinstituts zu Coming-out-Prozessen berichtet eine junge Frau, dass ein Therapeut, zu dem sie gegangen ist, nur gesagt hat, okay, da weiß ich jetzt auch nicht, was wir da machen. Ich finde das nicht nur ziemlich ernüchternd, es ist, muss eigentlich auch mehr als Kopfschütteln auslösen, eine solche Antwort zu erhalten. Dann hat er ein bisschen gegoogelt und ihr die Adresse einer Selbsthilfegruppe ausgedruckt, und zwar ganz weit weg. Und gerade in ländlichen Gegenden, die es ja durchaus in unserem großen Land gibt, ist für intersexuelle Menschen und ihre Familien alles, was ihnen hilft, ganz weit weg. Es fehlt an Forschung, es fehlt auch an Beratung und es fehlt an Vernetzung und es fehlt an politischen Initiativen. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es fehlt für intersexuelle Menschen so ziemlich an allem, was sie brauchen. Und genau das wollen wir eben ändern. Wir sind noch in der Phase der Gespräche und der Gutachten, aber ich sage, es ist gut, dass wir endlich in dieser Phase sind. Mir liegt sehr daran, dass Politik aufmerksam zuhört und mitdiskutiert, wenn es um den Bedarf intersexueller Menschen geht. Und wie bei so vielen Themen, nicht über diese Menschen, sondern immer mit ihnen. Ich bin ziemlich sicher, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland auch verbessert werden müssen. Wichtig ist mir auch, dass die Menschen, um die es geht, selbst entscheiden können, ob sie sich beispielsweise operieren lassen. Das können nicht die Eltern für sie beschließen. Das ärztliche Berufsrecht in Deutschland entwickelt sich in Richtung Selbstbestimmung und das ist gut. Aber auch hier sind wir noch nicht an dem Punkt, den ich für absolut notwendig halte. Diese medizinischen Fragen sind wichtig, aber es geht nicht nur um medizinische Fragen. Es geht um Kultur, es geht um unser Denken und Wahrnehmen. Und das betrifft eben nicht nur die Betroffenen, sondern das betrifft uns alle, uns als Gesellschaft. Während die Naturwissenschaft von einer Vielzahl von Geschlechtsvariationen ausgeht, sind in unserem Denken fast nur zwei, und zwar ziemlich fest verwurzelt, Mann und Frau. Wenn es um beispielsweise Pflanzen geht, dann sind wir nicht so knauserig mit der Vielfalt und finden das auch ganz normal. Wir kennen nicht einmal den Respekt einiger anderer Kulturen vor dem sogenannten dritten Geschlecht, dem man dann vielleicht sogar besondere Fähigkeiten zuschreibt und zuschrieb. Wir kennen überwiegend nur, so ist es für die meisten gelernt, nur Mann und Frau und sind irritiert, wenn wir auf Menschen treffen, die nicht eindeutig eine dieser beiden Kategorien zugerechnet werden können. Beziehungsweise die sich selbst nicht eindeutig einer dieser beiden Kategorien zurechnen. Und hier geht es nicht um Können, sondern auch um Wollen, um Selbstbestimmtheit. Vielleicht lässt sich diese Irritation nicht immer vermeiden,
vielleicht auch nicht immer sofort. Aber es wäre möglich und wünschenswert, dass Irritation jedenfalls nicht zu Unverständnis und Unsicherheit führt, sondern vielmehr zur Akzeptanz, zur Neugier, zu Austausch, zur Wertschätzung. Haarfarben ganz unterschiedlicher Art und Weise verunsichern uns auch nicht. Ich will das Thema Intersexualität, das liegt mir fern, verniedlichen. Natürlich sind Geschlechtsmerkmale etwas anderes als manch andere Merkmale. Aber in einer Gesellschaft, die grundsätzlich vielfältiger wird, oder ich würde mal sagen, diese Vielfalt hat es eigentlich schon immer gegeben, aber die anders mit Vielfalt umgeht in vielerlei Hinsicht. Ich nenne hier nur Zuwanderung, die Vielfalt an Familienformen, die beispielsweise vor 30, 40 Jahren auch nicht gelernt und im Übrigen von vielen auch nicht akzeptiert wurde. Lebensstile. Das alles sind auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die die jeweils Betroffenen mit der Gesellschaft insgesamt geführt haben und auch führen mussten. Mein Ziel ist eine Gesellschaft, in der all diese Unterschiede normal sind. Ein Land, in dem alle Menschen, so unterschiedlich sie sind, die gleichen Rechte und Chancen haben. Ein Europa, in dem nicht nur Haut- und Haarfarben sondern auch die Geschlechter vielfältig sind. Wenn das unser Ziel ist, dann kann es eine große Hilfe sein, die Irritation bei der Begegnung mit intersexuellen Menschen hinter uns zu lassen. Wenn wir uns nämlich davon lösen, dass ein Mensch entweder ein Mann oder eine Frau sein muss, dann fällt es mit Sicherheit leichter, sich zu fragen, wo stecken wir Menschen eigentlich noch viel zu häufig in Schubladen? Welche alten Zöpfe müssen wir noch abschneiden? Und im Schubladen basteln und Menschen einsortieren, sind wir in unserem Land nicht nur beim Thema Sexualität, sondern ich sage mal auch beim Thema Schulform, Weltmeister, und das meine ich nicht im positiven Sinne. Wie viel Debatten haben wir uns geleistet und Zeit, ob es richtig ist, dass der Mann als sogenannter Familienernährer allein im Beruf steht und die Frau beispielsweise zu Hause bleibt bei den Kindern. Und manche dieser Debatten sind noch gar nicht so lange her. Ich erinnere mich noch an die letzte und vorletzte Legislaturperiode, wo wir noch einige verbale Schlachten im Bundestag zu diesen Themen hatten. Ich bin auch für Jugendpolitik zuständig hier im Ministerium, und auch schon als Abgeordnete, die ich ja auch bin, habe ich dieses Thema immer begleitet und war als Jugendliche auch schon immer ein politischer Mensch. Und dieses Vorurteil, was in der Gesellschaft kursiert, Jugendliche können sich nicht benehmen oder auch ältere Menschen fallen immer nur zur Last, auch das sind alte Zöpfe, mit denen wir gemeinsam aufräumen müssen. Und das betrifft auch nicht nur die Jugend oder die Älteren, sondern wir haben auch bei diesen Themen insgesamt eine Verantwortung. Sich auf Vielfalt einzulassen, das ist wichtig. Das muss uns gemeinsam gelingen. Denn Vielfalt ist kein Risiko. Vielfalt ist eine Chance, ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, wenn sich alle auf Augenhöhe begegnen und keine sich in irgendeiner Weise ausgegrenzt wird. Mit dieser Vision gehe ich und ich glaube die meisten anderen ganz sicher nicht zu einer medizinischen Behandlung. Ich weiß jedenfalls, dass für uns noch eine Wegstrecke gemeinsam liegt. Und ich glaube, genau das müssen wir auch bei diesem Thema und bei vielen anderen Themen ganz realistisch wissen. Viele heute, so wie wir zusammensitzen, sind da mit Sicherheit schon viel weiter als einige andere, weil wir haben uns mit diesem Thema auseinandergesetzt und wollen es weiter gemeinsam tun. Aber unsere gesamte Gesellschaft, und damit meine ich alle, auch politische Akteure, sind hier noch nicht auf gleicher Weise bei dem Thema
immer so angekommen. Und Parlamentarier beispielsweise, und zwar in allen Fraktionen, wissen nicht automatisch bei jedem Einzelnen, was ist eigentlich Inter- oder Transsexualität, auch die Unterschiede. Und ich glaube, dass wir hier überall einfach noch Aufklärungsarbeit zu leisten haben. Es wäre auch unklug, diese Wegstrecke und diese Herausforderung, die wir gemeinsam vor uns haben, zu verschweigen und so zu tun, als wenn morgen schon alles gut wäre für Menschen, für Intersexuelle. Ich setze darauf, dass wir auch heute neue Ideen entwickeln, wie wir zunächst einmal die Unterstützungsangebote so vernetzen und entwickeln können, dass mehr intersexuelle Menschen Zugang bekommen. Und ich wünsche mir, dass wir neben den intersexuellen Menschen und ihren Familien, auch das ist wichtig, auch andere erreichen und auf Intersexualität aufmerksam machen, sodass es gelernt ist, mit diesem Thema und mit diesen Menschen ganz normal umzugehen. Arbeitgeber zum Beispiel, die viel dazu beitragen können, dass intersexuelle Menschen ein ganz normales Leben leben können. Und ich bin gespannt auf den Bericht aus Malta, denn Malta hat in diesem Jahr die rechtliche Anerkennung einer Geschlechtsidentität ohne medizinische Diagnose, ohne Behandlung oder Operation, ohne Mindestalter oder Wartezeit gesetzlich geregelt. Malta ist uns rechtlich ein Stück voraus. Bitte diskutieren Sie mit, machen Sie Ihre Vorschläge, stellen Sie Ihre Fragen auch nachher im sogenannten Open Space. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit uns Taktgeber für die Verbesserung der Beratung und Unterstützung intersexueller Menschen zu sein. Damit übergebe ich das Wort jetzt an Frau Professorin Bührmann, die Direktorin des Institutes für Diversitätsforschung der Universität Göttingen, die diese Veranstaltung heute moderieren wird. Und ich wünsche uns allen gemeinsam gutes Gelingen und einen weiteren gemeinsamen guten Weg. Vielen Dank. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für das tolle Intro, Frau parlamentarische Staatssekretärin Marx. Was mich besonders fasziniert hat, war die Sache mit den roten Haaren. Ich bin nämlich eine gebürtige Rothaarige. Aber die Farbe ist immer mehr rausgewachsen. Sie sehen, dass die Dinge sich verändern können. Und ich dränge immer meine Friseurin, sie möge doch ein wenig Rot hineinmachen, weil ich immer noch darauf geeicht bin, dass ich irgendwie auffalle. Das ist ganz interessant. Das andere ist, was ich spannend finde, die Idee, Vielfalt als Chance zu sehen, und vielleicht können wir heute mit der Veranstaltung dazu beitragen, die Chancen dafür, dass Vielfalt eine Chance sein kann, weiter zu konkretisieren und weitere Ideen zu sammeln, wie wir es weiter umsetzen können. Vorgestellt worden bin ich ja schon, dann kann ich die Zeit dafür nutzen, zwei Geburtstagskindern noch mal von hier aus herzlichen Glückwunsch zu sagen. Ja, Frau Dr. Blomeyer, es ist raus. Die Frau Dr. Blomeyer hat nämlich heute Geburtstag und Dan Gatters hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Es sind keine runden Geburtstage, aber vielleicht doch ganz schöne Geburtstage heute. Wir singen jetzt nicht, sondern ich stelle weiter vor, was wir heute vorhaben. Der Fachaustausch heute ist wie der ganze Prozess als Beteiligungsprozess angelegt. Das heißt, heute geht es darum, dass wir Sie daran beteiligt werden, was sind die Chancen, was sind die Möglichkeiten, um Vielfalt zu normalisieren. Und wir hören heute vier Inputs, die dazu dienen sollen, auf der einen Seite nochmal so einen gleichen Wissensstand herzustellen und auf der anderen Seite aber vielleicht auch einfach für Irritation und Anregung sorgen sollen, damit wir miteinander noch viel besser ins Gespräch kommen. Im Kern steht aber die Podiumsdiskussion, die eben auch als partizipative Diskussion gedacht ist. Das heißt, nach 45 Minuten sollen alle mitdiskutieren. Und heute Nachmittag gibt es einen weiteren Diskussionsprozess und dafür liegen auf Ihren Stühlen Karten. Und dort mögen Sie bitte alles aufschreiben, was Ihnen bisher, also bis mittags, zu kurz gekommen ist. Und Frau Dr. Blomeyer und ich werden dann
versuchen zu clustern, was noch wichtig ist, und das wird dann zum wird dann im Mittelpunkt der Nachmittagsdiskussion stehen. Ich möchte vorweg noch ein paar Dinge zum Ablauf sagen. Das erste ist, das hat Frau Karen Marx schon erwähnt, wir werden aufgenommen mit einem Livestream. Das ist so organisiert, dass die Kamera nur nach hierhin aufnimmt. Das heißt, die, die im Publikum sitzen, werden nur von hinten aufgenommen, zu ihrer Information. Und je weiter sie hinten sitzen, desto weniger sind sie im Bild natürlich, weil die Kamera ja hierhin aufnimmt. Das ist das eine. Und das andere, wegen der Anrede haben wir uns überlegt, dass es vielleicht am sinnvollsten ist, und ich versuche es hinzukommen, dass ich einfach Vor- und Nachname sage. Und von Frau Dr. Blomeyer weiß ich den Vornamen nicht auswendig. Das ist mein Problem, deswegen rede ich sie immer mit Frau an. Das macht vielleicht aus meiner Perspektive Sinn, weil wir dann nicht klären müssen, wer als was wie in welchem Punkt angesprochen werden will, sondern einfach wir die Namen verwenden können. Den genauen Ablauf entnehmen Sie einem Ablaufplan, den Sie in Ihren Unterlagen finden. Und auch die Personen, die an der Podiumsdiskussion beteiligt sein werden, werde ich dann erst zur Podiumsdiskussion vorstellen. Und jetzt freue ich mich auf die Videobotschaft des Menschenrechtskommissars. Greetings from Strasbourg. It seems that in Germany there's a growing awareness of the situation of intersex people. The German Ethics Council published a very useful report on the subject back in 2012. And NGOs of intersex people and the Federal Anti-Discrimination Agency have also been active in this area. UN human rights treaty bodies have already given several useful recommendations to Germany for improving the situation. Therefore, this hearing, I think, is a very timely event. It demonstrates a willingness of the German authorities to consider effective measures to address the needs of intersex people. I published an issue paper on human rights and intersex people in May. The paper traces the steps already taken towards understanding and responding to the situation of intersex people from a human rights perspective. The supposed dichotomy of sex and gender and corresponding medical norms have led to routine medical and surgical interventions on intersex children. This has happened without their free and fully informed consent. Respect for the rights of the child is one of the core concerns I have in this area. The parents of intersex babies are often ill-informed, and medical professionals can be quick to propose so-called corrective surgery and treatment, aiming to normalize the sex of the child. Such treatment has often resulted in irreversible sex assignment and sterilization, though one can have no certainty about the future gender identity of the child. Early normalizing treatments do not respect the rights of intersex individuals to self-determination and physical integrity. When these operations are not necessary on health grounds, they should only take place at an age when intersex persons can give their fully informed consent. Intersex individuals' right not to undergo sex assignment treatment must be respected as well. National and international medical classifications which pathologize variations in sex characteristics should be reviewed to eliminate obstacles to intersex people's enjoyment of human rights. Intersex children, their parents, and their families need interdisciplinary counseling and support, also from intersex advocates. In Europe, the Maltese Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics Act, adopted in April of this year, represents a milestone in the recognition of intersex people. It prohibits normalizing medical treatment without consent and provides flexible procedures for legal gender recognition. It also protects intersex people from discrimination and hate crimes. I'm happy to note that NGOs representing intersex people are becoming stronger and more active in claiming their human rights. Many medical professionals are reviewing their practices as well. It's essential that intersex people and their organizations can participate in the development of measures improving their enjoyment of human rights. We have to look into legal safeguards, professional standards, and judicial control in this field. I wish all the best to your discussions and remain an ally in advancing this agenda forward.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt die Ehre, Dr. Katinka Schweizer vorzustellen. Sie wird die ersten Ergebnisse einer Befragung zum Beratungsbedarf vorstellen. Katinka Schweizer arbeitet am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und ist in der Forschung und in der Praxis tätig. Sie ist Mitherausgeberin eines Buches zum Thema. Das Buch hat den Titel Intersexualität kontrovers, Grundlagen, Erfahrung, Positionen und ist 2012 erschienen. Und Frau Schweizer hat 2013 den Preis der Sigmund-Freud-Stiftung als Mitarbeiterin der psychiatrischen Institutsambulanz, PIA genannt, erhalten. Sie hat den Auftrag erhalten vom BMFSFJ, eine Kurzzeitbefragung zum Thema Beratungs- und Unterstützungsbedarf für Menschen mit angeborener Variation der Geschlechtsmerkmale, sogenannte intersexuelle oder wie ich sagen würde, intergeschlechtliche Menschen. Und Katinka Schweizer wird uns erstmal einen Einstieg liefern in die Debatte heute und ich möchte die Technik bitten, die PowerPoint hochzufahren und Frau Schweizer, vielen Dank. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, Frau Marx, sehr geehrte Mitglieder der IMAG, der Interministeriellen Arbeitsgruppe, sehr geehrte Teilnehmende dieses Fachaustausches. Ich darf Ihnen im Folgenden erste Ergebnisse der Kurzzeitbefragung zu Strukturen und Angeboten zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit Geschlechtsvarianz im Sinne von Intergeschlechtlichkeit vorstellen. Ich habe ein Gerät zum Weiterklicken, hier ist es. So lautete der zunächst vorgegebene Titel für die Studie. Im Fokus stand das Themenfeld vorhandener und wie wir gleich sehen werden, vor allen Dingen fehlender Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für Menschen mit Intergeschlechtlichkeit bzw. angeborenen Variationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale und deren Eltern und Angehörige. Die Fragestellung umfasste zum einen die Frage nach der aktuellen Situation in Deutschland, nämlich welche Beratungsbedarfe es gibt und ob die vorhandenen Angebote ausreichend sind. Zweitens die Frage nach dem Verbesserungsbedarf und notwendigen Veränderungen und drittens die Frage nach politischen Handlungsempfehlungen. Zum Rahmen und dem Vorgehen ist zu erläutern, dass es sich, wie ja schon genannt wurde, hier um eine Auftragsstudie handelte für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit einer sehr kurzen Projektlaufzeit von nur 4 Monaten, nämlich von Juni bis September 2015. Methodisch handelte es sich daher um eine explorative, also erkundende Pilotstudie, deren Ziel es war, zunächst einen ersten Überblick über das Themenfeld zu gewinnen. Die Befragung erfolgte online mithilfe eines Fragebogens, der überwiegend standardisierte, aber auch offene Fragen enthielt. Und bei der Entwicklung dieses Fragebogens wurde ein bereits erarbeiteter Themenkatalog des Auftraggebers berücksichtigt. Einbezogen haben wir außerdem den Rat von Expertinnen in eigener Sache. Wir haben verschiedene Interessensverbände angefragt und insbesondere die Unterstützung aus dem Verein Intersexuelle Menschen e.V. war hier hilfreich, sowie die Unterstützung von sozialwissenschaftlich versierten Fachexpertinnen und Kollegen. Möglichst verschiedene Erfahrungsperspektiven sollten mit der Befragung erfasst werden, was begrüßenswert ist, aber neben der engen zeitlichen Begrenzung eine weitere Herausforderung für uns darstellte. Wir haben also verschiedene Gruppen eingeladen, an der Befragung teilzunehmen, nämlich vor allem Erfahrungsexpertinnen mit verschiedenen Formen der Intergeschlechtlichkeit, also Expertinnen in eigener Sache, die das Leben mit einer Variation der körperlichen Geschlechtsmerkmale am besten kennen. Außerdem Eltern von Kindern mit Intergeschlechtlichkeit und Beratungsexpertinnen, nämlich Mitarbeiterinnen und Leiter innen psychosozialer Beratungsstellen, also wie aus den klassischen Familienberatungsstellen oder auch Pro Familia. Und schließlich eine vierte, recht heterogene Gruppe, die wir Fachexpertinnen genannt haben, zu der wir Angehörige verschiedener Berufsgruppen und Fachbereiche zählten, die in ihrer Arbeit mit Intergeschlechtlichkeit zu tun haben.
Insgesamt wurde der Online-Fragebogen während des nur einmonatigen Erhebungszeitraums, nämlich im Monat August, 1787 Mal aufgerufen, was ja schon eine erfreuliche Resonanz für die Thematik ist. 727 Personen haben die erste Frage beantwortet und einbezogen in die Auswertung wurden insgesamt 630 Personen, die nämlich die Fragen des ersten allgemeinen Teils beantwortet hatten und sich auch einer der genannten Gruppen zugeordnet haben. Also diese positive Resonanz, und ich zeige Ihnen gleich noch, wie sich die Gruppen dann genauer unterteilen, hat uns natürlich sehr erfreut. Und ich glaube, das ist schon ein erster Erfolg dieses Projektes, dass es diese Resonanz gegeben hat. Wenn wir uns anschauen, hier sehen Sie die Aufteilung der Gruppen, sehen wir, dass die Gruppe der Erfahrungs- und Elternexpertinnen relativ klein ist im Vergleich zu den anderen Gruppen mit zusammen 10%. Die zahlenmäßig aber nicht zu unterschätzen, wenn wir die absoluten Zahlen von 40 und 27 anschauen. Wobei diese Experte uns natürlich von besonderer Bedeutung ist. Die zahlenmäßig stärkste Gruppe bildeten die Beratungsexpertinnen mit 41% Beratungsstellen Mitarbeitenden und 18% Leitungspersonen. Die Fachexpertinnen machten 22% und darüber hinaus gaben 9% der Teilnehmenden an, keiner der vorgegebenen Gruppen anzugehören, sondern sie benannten sich dann unterschiedlich, zum Beispiel Künstlerinnen, Aktivistinnen und auch Angehörige von Menschen mit Intergeschlechtlichkeit, aber auch Personen mit einer Variation der Geschlechtsmerkmale, die sich nicht mit dem Überbegriff Inter oder DSD, den wir dann gewählt hatten, in dem Titel der Studie identifizieren konnten oder mochten. Und hier möchte ich vorneweg eingehen auf die Kontroverse um das Benennen von Variationen der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Sie haben es ja schon in Ihrer Einführung benannt. Die Kontroverse ist bekannt. Es existieren verschiedene Begriffe nebeneinander, was ja auch in diesem Vortrag mit den unterschiedlichen Begriffen deutlich wird. Die Schwierigkeit besteht aus meiner Einschätzung nicht zuletzt darin, einen Überbegriff zu finden, der weder stigmatisiert noch pathologisiert und für eine Vielzahl von körperlichen Erscheinungsformen zutrifft, der gleichzeitig von unterschiedlichen Gruppen akzeptiert und der gerne benutzt und auch gehört wird, also bestenfalls auch eine Identifikation ermöglicht. Vor diesem Hintergrund haben wir die Teilnehmenden gefragt, welchen Begriff sie denn bevorzugen. Und diese Ergebnisse möchte ich Ihnen als erstes zeigen. Wir sehen hier einmal die Ergebnisse der Gesamtgruppe. Der am häufigsten genannte oder favorisierte Begriff ist Intergeschlechtlichkeit, gefolgt von Intersexualität und schließlich an dritter Stelle Varianten der körpergeschlechtlichen Entwicklung. Bemerkenswerterweise wurde der in der medizinischen Versorgung und Forschung aktuell gebräuchliche Begriff der Störungen der Geschlechtsentwicklung, hier rot markiert, nur von 2% gewählt. Dies finde ich eine wichtige Folie. Sie zeigt eben wiederum die Kontroverse und die Bandbreite, aber auch klare Bevorzugungen. Wenn wir in die Subgruppen, also in die speziellen Gruppen schauen, speziell in die der Erfahrungsexpertinnen und Eltern, zeigen sich da nochmal andere Tendenzen. Die Balken, jetzt müssen wir ein bisschen genauer schauen, der blaue Balken kennzeichnet weiterhin die Gesamtgruppe. Rot steht für die Erfahrungsexpertin und grün kennzeichnet die Elternantworten. Dann sehen wir, dass die Gruppe der Erfahrungsexpertin eine Bevorzugung des Variantenbegriffs zeigt und der meistgenannte Begriff innerhalb der Elterngruppe ist der Begriff Intergeschlechtlichkeit. Ich habe dieses Ergebnis an den Anfang gestellt, da Sprache, genauer das Sprechen und Zuhören, neben der nötigen Zeit dafür ja das wesentliche Instrument in der Beratungsarbeit darstellt. Kommen wir also nun zu den spezifischen Fragen zur Beratung. Und ich muss leider weitermachen, aber die Ergebnisse werden ja dokumentiert und werden nachlesbar sein. Kommen wir also zur Frage der aktuellen Situation. Zunächst haben wir uns erkundigt, inwieweit vorhandene Beratungsstrukturen, die es bereits gibt, denn überhaupt bekannt sind.
Bekannt sind Beratungsstrukturen bei 62% der Erfahrungsexpertinnen und 55% der Fachexpertinnen und bei 41% der Leiterinnen und 34% der Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen. Erschreckend ist das vorletzte Ergebnis in dieser Grafik, dass nämlich nur 37% der teilnehmenden Eltern angaben, bestehende interspezifische Beratungsangebote zu kennen. Auf die weiterführende Frage, welche Formen der Beratung bekannt seien, zeigt die nächste Abbildung, hier müssen Sie wieder spickeln, dass Selbsthilfegruppen und Internetforen, ganz oben dargestellt, die von allen Teilnehmenden am meisten genannten Strukturen sind, noch vor der Unterstützung, und das ist wirklich bemerkenswert, die Unterstützung durch professionelle Helfer oder Behandlerinnen. Sogar, Sie sehen es im zweiten Balkendiagramm, 88% der Eltern und Erfahrungsexperten nennen genau diese Strukturen. Auf dieses Ergebnis werden wir noch zurückkommen müssen. Die Beratung der Ärztinnen wurde insbesondere von der Elterngruppe mit 67% genannt, wenngleich sie der Bedeutung von Selbsthilfegruppen auch nachgeordnet ist. Die Einschätzung der Gesamtsituation bestehender Beratungsangebote fiel sehr eindeutig aus. Es hielt nämlich nur 4% der Teilnehmenden die bestehenden Angebote für ausreichend. 90% beklagten unzureichende Angebote für erwachsene Menschen mit Intergeschlechtlichkeit und 95% fehlende Angebote für Kinder und Jugendliche sowie fehlende Angebote für Eltern. Zu den Beratungsbedarfen im Weiteren konnten wir feststellen, dass fast alle teilnehmenden Personen, ich gehe zur nächsten Folie, das zeigt das Ergebnis oben links, umfassende Beratungsangebote für wichtig halten, um vor allen Dingen vorschnelle Entscheidungen zu vermeiden. Was die spezifischen Bedarfe und Wünsche anging, so wünschten sich 76% Unterstützungsangebote in der näheren Umgebung. Auch das fiel bereits ja in der Einführung. 59% wünschten sich mehrere Anlauf- und Beratungsstellen pro Bundesland. Und dies ist auch interessant, nur ein Drittel, 34%, sprachen sich für gebündelte, also zentrale Beratungsangebote in größeren Städten aus. Gefragt nach der für sie besten Beratungsform äußerten nahezu alle Teilnehmenden an allererster Stelle das persönliche Gespräch. Dies zeigt die nächste Folie. Auch wenn Internetberatung, gerade auch von den Erfahrungsexpertinnen mit 48%, wenn Sie auf den roten Balken schauen, auch sehr geschätzt wird, bleibt die persönliche Begegnung die Beratungsform der ersten Wahl. Auf die Frage, welche Personen und Berufsgruppen als Beraterin denn besonders geeignet seien, und ich springe weiter damit zur nächsten Folie, sprachen sich 78% der Gesamtgruppe für professionell ausgebildete Beraterinnen aus, im Gegensatz zu den Erfahrungsexpertinnen, die sich mit 75% vor allem für PeerberaterInnen aussprachen. Also Gleiche beraten Gleiche, Experten in eigener Sache beraten andere, die neu sich einstellen auf die Situation. Die Eltern nannten darüber hinaus vor allen Dingen Haus- und Kinderärztinnen mit 82% und Hebammen mit 48% als geeignete Beraterinnen. Schließlich stellt sich beim Erfassen des Beratungsbedarfs ja vor allem auch die Frage nach den eigentlichen Anliegen und den dringenden Themen. Erwähnt hatte ich ja bereits, dass in einer allgemeinen Frage fast alle Teilnehmenden als ein zentrales Beratungsziel sahen, vorschnelle Entscheidungen zu vermeiden, insbesondere was irreversible medizinische Eingriffe angeht, wie es gerade in dem Grußwort auch zu hören war. Darüber hinaus, wenn wir uns jetzt diese Folie betrachten, wählte die Gesamtgruppe aus einer Reihe vorgegebener Themengebiete folgende Themen als besonders dringend aus. 83% benannten den Umgang mit Intergeschlechtlichkeit im sozialen Umfeld, sprich im Alltag mit Nachbarn, Lehrerinnen im Kindergarten, als dringendstes Beratungsthema. 80%, rechts daneben, nannten das grundlegende Thema der Anerkennung
der körpergeschlechtlichen Entwicklung so, wie sie ist. 73% nannten die Aufklärung über Risiken und Grenzen medizinischer Maßnahmen als wichtiges Thema. Dies ist insofern bedeutsam, als das frühere Behandlungsvorgehen sich ja eher an den Möglichkeiten orientierte, Möglichkeiten im Hinblick an eine Anpassung an ein gewünschtes normatives Geschlecht und die Risiken eben häufig außer Acht ließ. Und schließlich, das finde ich auch ein sehr bemerkenswertes Ergebnis, was zu den wichtigsten zählte, das Sprechen und Reden, also Sprache finden, das Schweigen zu durchbrechen in der Familie über Intergeschlechtlichkeit wurde von 72% genannt. Ähnliche Tendenzen zeigen sich auch in den Subgruppen. Ergänzen möchte ich noch aus den Antworten der Erfahrungsexperten und Eltern in der nächsten Folie, dass darüber hinaus die Themen gesundheitliche und sozialrechtliche Belange als weitere dringende Themen benannt wurden. Also wieder sehr alltagsnahe Themen. Was ist mit meiner Gesundheit? Ja, ich kriege den Hinweis, die Zeit, die dringenden Themen. Das dringendste Elternthema nochmal Wege eines offenen Umgangs zu finden. Kommen wir nun zur Frage notwendiger Veränderungen und zum Verbesserungsbedarf. Dafür gehen wir jetzt von der konkreten Beratungssituation zu den übergeordneten Strukturen. Nicht erst seit der Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, hier auch schon vorher wurde insbesondere von medizinischer Seite auf den Ausbau zentraler Kompetenzzentren hingewiesen. Ich nenne das, da vor diesem Hintergrund folgende Ergebnisse wichtig zu berücksichtigen sind beim weiteren Gestalten der Beratungslandschaft. Innerhalb der Gesamtgruppe in der grün unterlegten dritten Zeile sehen wir, dass sich nur 34% für medizinisch geleitete Expertenzentren als wichtige übergeordnete Strukturen aussprechen, während 65% psychosozial ausgerechnete Anlauf-, Informations-, Beratungs- und Forschungsstellen fordern. 62% betonen außerdem die Bedeutung von interdisziplinären Teams, die nicht unbedingt zentral an einem Ort oder in einem Haus zusammenwirken müssen, aber gut zusammenarbeiten können, also widersprechen können miteinander. Auf die allgemein gehaltene Frage nach dem Verbesserungs- und Handlungsbedarf in Sachen interspezifische Beratung wurden die hier dargestellten 7 Bereiche am häufigsten genannt. Einmal im Uhrzeigersinn an erster Stelle die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen von Familienberatungsstellen, also den bestehenden Beratungsstellen, die Schaffung unabhängiger Beratungsstrukturen außerhalb von Kliniken. Es wurde insbesondere von Erfahrungsexperten 72% gewünscht. Die Stärkung und Ausweitung von Beratungsangeboten wurde erneut genannt. Auch die Förderung von interspezifischer Fachkompetenz von Psychologinnen und Beraterinnen. Das zeigt das schöne Zitat am Eingang. Ja, da weiß ich jetzt auch nichts. Aber ebenso die Beratungskompetenz von Ärztinnen und Medizinerinnen. Schließlich wurde die Qualifizierung und die finanzielle Förderung der Selbsthilfe als wichtigste Handlungsschritte genannt. Und damit kann ich direkt weiterleiten zu den Handlungsempfehlungen für die Politik. Auf die konkrete Frage nach notwendigen politischen Maßnahmen zur Verbesserung der Unterstützungsstrukturen wurden am häufigsten die hier gezeigten Themengebiete genannt, wobei sich die Gruppen hier nicht wesentlich voneinander unterscheiden. 76% der Teilnehmenden hielten, und das ist wieder ein allgemeines gesellschaftliches Thema, die Aufklärung von Erzieherinnen und Lehrerinnen für wichtig, darüber hinausgehend die Aufklärung der Allgemeinbevölkerung. Erneut wurde Weiterbildung genannt, Peerberatung und nochmals die Förderung von behandlungsunabhängiger Beratung. Und schließlich wurde auch auf die Notwendigkeit der Erweiterung des deutschen Rechts hingewiesen. Abschließend kann ich Ihnen ein erstes Ergebnis der Auswertung der offenen Fragen zeigen. Dies ist methodisch um einiges aufwendiger, aber ebenso wichtig wie die zahlenmäßig empirische Erfassung von Erfahrungswissen. Wir haben die Teilnehmenden unter anderem gefragt, welche Maßnahmen sie als erstes umsetzen würden, wenn sie Familienministerin wären. Diese Frage haben 178 Teilnehmende beantwortet und die inhaltsanalytische Auswertung und Themenkodierung erbrachte 6 zentrale thematische Maßnahmen und Aussagetypen, wieder Verbesserung von Beratungsstrukturen und einen Bereich, der noch gar nicht genannt wurde, Maßnahmen zur Entschädigung und Ethik. Also der Blick zurück, wo es auch um das Anerkennen und Aussprechen von Fehlern in der Vergangenheit geht
und den Blick nach vorne. Welche ethischen Standards sollen in Zukunft eingehalten werden? Entschuldigung. Außerdem auch Regulierung medizinischer Maßnahmen, Maßnahmen zur Stärkung der rechtlichen Situation und Förderung von Wissenschaft und Aufklärung, die nicht auf die Medizin begrenzt ist, sondern auch die anderen Wissenschaften einbezieht und fördert. Dies war nun ein allererster Einblick in die Ergebnisse der Kurzzeitbefragung zur Beratung und Unterstützung bei Intergeschlechtlichkeit. Zusammenfassend haben wir gesehen, dass es einen sehr großen Beratungsbedarf gibt bei gleichzeitig unzureichenden vorhandenen Strukturen. Verbesserungen werden gefordert hinsichtlich der Schaffung und Stärkung unabhängiger, wohnortnaher und am besten bundesweiter Strukturen. Spezifische Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Eltern und Angehörige werden vermisst. Der psychosoziale Beratungsbedarf erscheint, das haben die Themen gezeigt, sehr hoch. Und so werden entsprechend auch psychosozial ausgerichtete Beratungs- und Forschungsstellen gefordert. Darüber hinaus wird mehrfach auf die Notwendigkeit der Ausweitung von Weiterbildung, sowohl in den Familienberatungsstellen und auch in den vor allem involvierten Fachgebieten Medizin und Psychologie gefordert. Und schließlich, das ist vielleicht das bedeutsamste Ergebnis, wird mehrmals auf den notwendigen Handlungsbedarf in einer breit angelegten Aufklärung der Allgemeinbevölkerung über Variationen, Varianten des Geschlechts, insbesondere in Kindergärten und Schule hingewiesen. Aus diesen Ergebnissen lassen sich erste Empfehlungen ableiten, nämlich Beratungsangebote müssen natürlich erweitert werden, bestehende Angebote sollten vernetzt und mit den neuen koordiniert werden. Hier bietet sich die Durchführung von Modellprojekten in jedem Fall an. Die Selbsthilfe, die in den vergangenen Jahren enorme Beratungs- und Aufklärungsarbeit geleistet hat und sicherlich auch ein Vakuum gefüllt hat, muss strukturell und finanziell gestärkt werden, ohne dass die Unabhängigkeit verloren geht. Die Peer-Beratung ist eine wichtige Säule darin. Weiterbildung und Qualifizierung innerhalb der bestehenden Beratungsstrukturen und der bereits involvierten Berufsgruppen ist zu verbessern und erweitern. Das Erstellen, viertens, von Informationsmaterialien und Strukturen, auch mithilfe der neuen Medien. Diese letzte Empfehlung ist vielleicht die am einfachsten umzusetzen, aber in ihrer Wirkungsmöglichkeit nicht zu unterschätzen. Wir hoffen nun natürlich sehr, dass die Ergebnisse nicht nur Eingang in die weiteren Beratungen finden innerhalb der IMAG, sondern auch zu politischen Entscheidungen und nachhaltigen Aktivitäten beitragen, auch wenn es sich um ein Pilotprojekt handelte. Abschließend möchte ich mich bedanken, auch im Namen meiner Projektkollegin Dr. Lampalzer und Professor Bricken, die erfreulicherweise auch heute mit hier sind. Bei allen Teilnehmenden und Multiplikatoren der Studie danken möchten wir außerdem allen, die das Projekt auf unterschiedlichste Weise unterstützt haben. Einige sind hier genannt. Und natürlich danken wir dem Bundesfamilienministerium und der IMAG, Inter- und Transsexualität, für die Förderung und das Engagement für diesen wichtigen Themen. Insbesondere Frau Dr. Blomeyer und Frau Kortländer für die gute Zusammenarbeit. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es werden wichtige Umbauten vorgenommen. Vielen Dank, Katinka Schweizer. Wir hängen leider etwas hinter der Zeit zurück. Mein Job ist es heute auch, dafür zu sorgen, dass wir möglichst viel diskutieren und nicht nur Inputs bekommen. Mein dringender Rat ist, Sie haben sicher viele Fragen in Bezug auf die Ergebnisse und die interessanten Ergebnisse, die eben vorgetragen worden sind. Schreiben Sie sie bitte auf die Karten. Wir diskutieren sie heute Nachmittag. Und jetzt möchte ich Insa Krominger vorstellen. Insa Krominger ist eine Aktivistin in Sachen Intergeschlechtlichkeit. Sie ist Mitbegründerin des Berliner Vereins Trans Inter Queer Trick und in Berlin, als Berlinerin darf ich das sagen, sehr bekannt dafür. Sie ist aber auch schon viele Jahre in der Selbsthilfegruppe für Inter unterwegs und hat die Sektion der Internationalen Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen mitgegründet. Und Insa Krominger stellt jetzt Ergebnisse aus dem Berliner Forschungsprojekt kurz vor. Vielen Dank. Vielen Dank. Kurze Korrektur. Mein Name ist Inz. Also einfach nur Inz und er unterstrich sie.
So kann ich gerade stehen, okay. Sekunde. Ja. Ja, guten Tag. Ich möchte heute kurz unser Konzept des Projektes Empowerment und Antidiskriminierungsarbeit für Inter des Berliner Vereins Transinterqueer e.V. vorstellen, gefördert durch die LADS. Um die Bedarfe und Wünsche in Berlin lebender intergeschlechtlicher Menschen und deren Angehörigen in Erfahrung zu bringen, wurden von August bis Dezember 2014 10 intergeschlechtliche Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Erfahrungen, unter anderem bezüglich ihrer Körper und mit der Medizin, und sowie 2 Angehörige in persönlichen, leitfadengestützten Interviews befragt. Die Ergebnisse aus den Interviews wurden mit schriftlichen Erfahrungsberichten intergeschlechtlicher Menschen und von Eltern aus dem deutschsprachigen Raum verglichen, um etwaige Lücken der Diskriminierungserfahrung und Bedarfe zu schließen. Ich werde Ihnen heute nur ein paar Schlaglichter unserer Ergebnisse vorstellen. Unser vollständiges Konzept können Sie auf unserer Projektwebseite interprojekt.wordpress.com finden. Häufige Alltagserfahrungen intergeschlechtlicher Menschen sind Isolation, Tabuisierung, Traumatisierung, Schweigen und Sprachlosigkeit, Unverständnis und Bevormundung, Absprechen des Wissens über den eigenen Körper, Fehlinformationen, Fehlbehandlung durch Medizin, Misshandlung durch Medizin und in der Familie, Ignoranz und Diskriminierung im Umfeld und das Fehlen einer nicht pathologisierenden Sprache für intergeschlechtliche Körper. Diese Ergebnisse decken sich mit den schriftlichen Erfahrungsberichten. Der Normierungszwang und die Stigmatisierung von Menschen als vermeintlich gestört und mit einer reparaturbedürftigen Geschlechtsentwicklung behaftet, zwingen Inter in die Selbstwahrnehmung als Patient, als Opfer, oft gar als Monster. Intermenschen können deshalb die erlebte, strukturelle und institutionelle Diskriminierung oft nicht als solche wahrnehmen. Ohne Alternativen zu einer Sprache der Störung ist es für intergeschlechtliche Menschen schwer, dem Druck standzuhalten, sich nicht selbst zu diskriminieren, zu kontrollieren, zu zensieren oder medizinischen Eingriffen aus rein sozialen Zwängen heraus zuzustimmen. Dringende Bedarfe, die sich daraus ergeben, sind zum Beispiel, sich mit anderen Inter auszutauschen, zu lernen oder wiederzulernen, selbst pathologiefrei zu denken und zu handeln. Ein pathologiefreies Denken und Handeln beim Besuch von medizinischen Einrichtungen zu erleben, eine pathologiefreie Beratung bzw. Peer-Beratung, das Aufbrechen von Tabus in der Gesellschaft und die Anerkennung dessen, dass intergeschlechtliche Menschen existieren, Inter sichtbar zu machen und gemacht zu wissen, gehört zu werden, eine eigene Sprache zu finden oder zu erfinden, Inter zu feiern, Selbstakzeptanz zu finden, den eigenen Körper in einem sicheren Umfeld wieder wahrnehmen zu lernen, Wahrhaftigkeit zu leben, also frei von Lügen und Täuschungen und überhaupt leben zu können, die Isolation zu überwinden, Zugang zu einer patientenzentrierten Gesundheitsversorgung zu erhalten, die die besonderen Bedürfnisse intergeschlechtlicher Menschen berücksichtigt. Hinzu kommen politische und rechtliche Forderungen, wie zum Beispiel die eines Verbots von medizinischen Eingriffen ohne die vorherige persönliche, freiwillige und vollinformierte Einwilligung, wobei alle Befragten betonten, dass mit umfassender Informierung keinesfalls ausschließlich medizinische Informationen gemeint seien. Im Gegenteil gehöre dazu obligatorisch das Gespräch mit anderen Inter in einem pathologiefreien Setting, und in Bezug auf medizinischen Informationen die Garantie, dass diese von der Basis des Erhalts der körperlichen Integrität ausgehen. Ein einfacheres Verfahren der Personenstands- und Vornamensänderung auf der Basis von Selbstauskunft wurde ebenso gewünscht wie die Möglichkeit, ein X in den Pass eintragen zu lassen. Die Angehörigen wünschten sich zum Beispiel, sie hätten sich dringend Kontakt zu anderen Eltern in einem pathologiefreien Setting gewünscht. Die wachsende Sichtbarkeit von Inter wurde als Erleichterung wahrgenommen. Stark bemängelt wurde der Druck des medizinischen Personals und die schiere Unmöglichkeit, bei Bedarf eine individualisierte Behandlung, zum Beispiel mit Hormonen, für das Kind zu bekommen.
Nach den erhobenen Bedarfen ergeben sich für uns für die Antidiskriminierungs- und Empowerments-Arbeit für Inter vier Säulen der Arbeit. Das wären einmal Sprache, zweitens Gemeinschaft, dann die Aufklärung der Gesellschaft und die Antidiskriminierungsarbeit in strukturellen Räumen. Und hier möchte ich aus Zeitgründen nur auf zwei Bereiche eingehen. Das wäre die Aufklärung der Gesellschaft und die Antidiskriminierungsarbeit in strukturellen Räumen. Die Aufklärung und Informierung der Gesellschaft zu interallgemein sowie zu aktuellen neuesten europäischen und internationalen interrelevanten Entwicklungen sind wichtig. Zum einen, damit im Umgang mit intergeschlechtlichen Menschen Vorurteile und falsche Vorstellungen abgebaut werden können und dabei die Sichtbarkeit erhöht wird. Zum anderen hilft es Inter bei der alltäglichen Sensibilisierungsarbeit, damit ihnen dies, wie häufig bisher erlebt, nicht immer allein als Individuum aufgebürdet und überlassen wird. Intergeschlechtliche Menschen können diese Materialien für ihren Alltag in den jeweilig unterschiedlichen Situationen zur Aufklärung und Sensibilisierung verwenden. Inter, als Patientinnen in der Allgemein- und Fachmedizin sowie der Physiotherapie ist es so, dass intergeschlechtliche Menschen, die operative Eingriffe hinter sich haben, häufig unter spezifischen körperlichen Einschränkungen leiden, wie zum Beispiel Taubheitsgefühl und Schmerzen, die von Vernarbungen an den operierten Stellen herrühren. Auch in Bezug auf hormonellen Werten werden zum Beispiel Richtwerte an männlichen und weiblichen Körpern festgemacht. Oder körperliche Dispositionen, wie zum Beispiel Prostata in Kombination mit weiblicher Zuweisung und oder dem Chromosomensatz, unterscheiden sich intergeschlechtliche Menschen häufig vom medizinischen Normendenken. Alle befragten intergeschlechtlichen Menschen berichteten, regelmäßig im Rahmen allgemeiner medizinischer Untersuchungen auf folgende Probleme zu stoßen. Ihnen begegnet Unglauben, Ablehnung und Grobheit. Ihre vorherige Warnung, dass bestimmte Routineuntersuchungen bei Ihnen nicht durchgeführt werden können oder große Schmerzen bereiten, werden missachtet. Ihnen werden Untersuchungen oder nötige Behandlungen durch das medizinische Personal verweigert. Medizinisches Personal reagiert mit Ekel auf die körperlichen Merkmale der intergeschlechtlichen Person und führt eine Behandlung schlecht oder fahrlässig aus, die gesundheitliche Komplikationen oder Verletzungen nach sich ziehen und so weiter. Hier muss intergeschlechtlichen Menschen dringend Material an die Hand gegeben werden, das sie vor der Aufgabe entlastet, in einer vulnerablen Situation Aufklärungsarbeit leisten zu müssen. Die Ministerien für Gleichbehandlung haben in ihrer historischen Stellungnahme vom Oktober 2014 weibliche Genitalverstümmelung, FGM, und nicht eingewilligte Genitaloperationen bei Inter auf dieselbe Stufe gestellt und gleichermaßen als äquivalente Menschenrechtsverletzungen anerkannt. Personen, die FGM erlitten haben, können rekonstruktiv behandelt werden. Die oftmals komplexen Rekonstruktionstherapien werden möglicherweise in ähnlicher bzw. gleicher Form bei Operierten interanwendbar und könnte für intergeschlechtliche Menschen einen Weg darstellen, zumindest einen Teil der eingebüßten Funktion zurückzugewinnen. Dennoch herrscht generell bisher sehr wenig Bewusstsein darüber, dass am Genital operierte intergeschlechtliche Menschen teilweise exakt die gleichen Schmerzen, die gleichen Narbengewebe und die gleichen Einbuße an Funktionen und sexuellen Empfinden erleben, wie Menschen, die FGM erlebt haben. Inter sind überall. Sie haben heterosexuelle, schwule, lesbische und trans und andere Identitäten und Lebensentwürfe. Sie haben einen Migrationshintergrund, sind taub, erfahren Diskriminierung als zugewiesene Frauen und so weiter. Gleichzeitig haben sie spezifische Bedürfnisse und eine spezifische Lebenserfahrung, die dazu führen können, dass sie im Rahmen einer für eine bestimmte Gruppe gedachte und geeignete Antidiskriminierungsarbeit selbst wieder diskriminiert werden. Hier kann Aufklärung abhelfen. Gleichzeitig wollen wir mit dem Projekt durch Vernetzung und Zusammenarbeit unsere eigene Arbeit stärken. Und jetzt habe ich nur noch einen abschließenden Kommentar, persönlich. Was Intermenschen in unserer Gesellschaft bisher erleben, sind nicht nur schwerste Menschenrechtsverletzungen und die sich daraus ergebenden lebenslangen schwerwiegenden Folgen wie Diskriminierung und Herabwürdigung. Die so zerstörten oder verhinderten Potenziale all dieser Menschen führt letztendlich zu einer Minderung der Qualität und der Potenziale innerhalb unserer gesamten Gesellschaft. Aus diesem Grund begrüße ich den heutigen Fachaustausch mit der interministeriellen Arbeitsgruppe und ja,
darüber, wie in unserer Gesellschaft unterstützt werden können, und wünsche uns eine konstruktive und ergebnisreiche Veranstaltung. Danke.